wieder. Hallo. Jo, servus Daniel. Endlich ist meine Hupe angekommen und die will ich jetzt ja auch einbauen und testen, und dazu muss aber hier die Frontverkleidung erstmal abgeschraubt werden. Jo, dann, obwohl wir können jetzt mal messen, ob da überhaupt Strom ankommt bei der Hupe. Jo, Strom ist an, also Zündung ist an. Jetzt gucke ich mal, ob denn da überhaupt Strom ankommt. Darf ich dann mal schauen? War nicht so richtig. Warum weiß ich nicht? Keine Ahnung. Aber wir gucken erstmal, ob die neue Hupe was bringt. Da bin ich nochmal. Also ich musste diese Kontakte hier, wie man wahrscheinlich da sehen kann, ein bisschen aufbiegen, damit das passt. Und jetzt einfach so. Den hier muss ich auch ein bisschen aufbiegen, wie man da wahrscheinlich sehen kann. Und jetzt einfach so drauf stecken und dann abziehen noch an. Und testen. Ui. Krass. Ah, geht doch. Oh, wunderbar. Jo, jetzt noch das Ganze wieder zusammenschrauben. Fertig. Und im nächsten Video geht es um die Ölleitung. Ja. Und ja, genau, da würde ich dann sagen, dann Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Na, tschüss.